Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Rise of the Tomb Raider. Jo, es gibt eigentlich nicht viel zu erklären, außer dass wir da durchgeschwommen sind, Lager, warten und dass wir jetzt weitergehen werden. Dass wir ein bisschen was sehen. So, um Gottes Willen. Das war sicher zu langsam. Nein, das hat passt. Um Gottes Willen, da geht's schon wieder so stark auf, ihr Dienst. Eine byzantinische Kriegsgalere. Wie zum Teufel kommt die hier runter? Ich wollte da gerade sagen, ich hab mit viel gerechnet, aber nicht mit einem Schiff. Nein, nicht an ihm hupfen. Boah. Um Gottes Willen, das war knapp. Aber wir lassen uns von nichts aufhalten. Okay. Wir gehen einen bevorzugenden Weg hoch. Das ist mongolisch. Aber sie sind hier durchgekommen. Die verlorene Stadt muss nahe sein. Dann lösen Sie das Rätsel? Das geht nach da um, gell? Jetzt schauen wir mal da um. Wir wollen ja alles mitnehmen. Ha, da haben wir schon was. Ah, Blade. Da oben muss irgendwas sein. Naja, schauen wir, was da oben ist. Irgendwas findet man sicher. So. Ach, das ist wieder so ein geiles Rätselding, Spaß. Aber es knarrt und knackst, ist ein bisschen verdächtig. Schwammel kann man kommen mitnehmen. Was kann ich da nicht? Nein, da muss ich da auf. Okay. Ja, nein, wisst, ich finde das immer so geil. Ich tat genau das Gleiche. Wenn ich mir das anschaue, da, das, ich konnte mir nichts Besseres vorstellen, als da über so Planken zu balancieren. Bin ich doch nicht da? Schau, oder? Ja, da kann ich gar nichts da. Da kann ich wirklich nichts da. Gehen wir da wieder rauf. Huch! Hallo! Sie probieren da wieder drüben, oder wie geht's? Tschüss! Nein, das war nicht das Richtige. Naja, dann probieren wir nochmal den Weg über die Planken. Falls schon mal einer von euch so weit gespielt hat und sagt, ah, du Trottel, was schirrst du? Das ist nicht, ich kann nichts dafür. Ich bin ein bisschen blind, was das angeht, aber ich sehe da wirklich sonst keinen anderen Weg momentan. Außer natürlich außen um mich. Der, was wir noch nicht gegangen sind, aber das machen wir dann nachher. Ah ja! Was haben wir geschafft? Ach so, wir haben da. Ah, ich verstehe. Da hängen auch wieder Bäume an. Drücken sie eh zum Einsammeln. Ich kann nicht nichts mehr einsammeln. Voll. Okay. Da müssen wir praktisch jetzt auf. Okay. Ich will aber noch nicht weiter auf. Machen wir mal die Ebene. Ah, was tust du denn? Komische Frau. So, wieder hoch, 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 hoch. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch. Rieber, rieber, rieber. Hoch. Oder da haben wir auch wieder was zum Drehen. Gut, gut, gut. Na? Wie? Ah, okay.
Was? Okay, das heißt, wir müssen dann wahrscheinlich relativ schnell. Was ist das? Kuh gewesen? Na, eh. Ah, war das. Also wir drehen das nach unten. Und machen uns dann am Weg da rauf. Schneller. Springen! Yes! Geschafft! Mal sehen, was da oben ist. Kimi? Da rauf? Wenn ich das festhält, dreht sie sich wahrscheinlich nicht mehr zurück, gell? Na, sobald die auslasse, ist es weg. Tschüss! Na, dann müssen wir praktisch wieder da rauf. Also wieder da rauf. So. Weiter. Sehr schön. Okay. Wo ist der richtige Weg? Nein! Okay, dann die ganz oben. Ah! Kann ich da rumhupfen können? Vorher rund? Ist alles so weiß! Das ist ja unfair! So! Eins höher. Ah, festhalten. Aber. Na, dann muss ich da sicher um mich. Okay. Okay. Das heißt, ich kann da jetzt rauf. Und von da jetzt da weiter. Yes! Strike! Bitte, König der Welt! Warum haben Sie solche Reichtümer mitgeschleppt? Münzen. Okay. Hey, Pfeile! Cool. Sind voll. Da können wir uns dann oben schwingen. Ah, das brauchen wir noch nicht. Schauen wir mal da heroben, was wir da noch finden. Halt! Hey, eine Schriftrolle! Und eine Mappen! Karte. Wir werden hier sterben. Caraldus und dem Wahnsinn des Trinity-Ordens sei Dank. Mein Schiff wird nie wieder Wasser sehen. Wir sind zu spät im Winter ins Eismeer geraten. Wir wollten umkehren. Aber Caraldus wollte diesen verlorenen Propheten nicht aufgeben. Er und seine kalten Krieger übernahmen das Ruder. Er steuerte das Schiff durch seichte Zuflüsse, bis es nicht mehr weiterging. Dann zwang der Bastard meine Mannschaft, Schlitten zu bauen. Und ließ uns das Schiff über Land ziehen. Wer sich weigerte, wurde getötet und exkommuniziert. Aber den Tod brachte es so oder so. Ich sorge dafür, dass er mit uns hier stirbt. Ich habe immer etwas Gift dabei für den Fall, dass das Schiff gekapert wird. Jetzt findet es andere Verwendung. Okay, jetzt wissen wir zumindest einmal, wieso das Ding da ist. Machen wir Karte. Geheimnis entdeckt. Hui. Dieser Kodex beschreibt die Bogenschusstechnik der Gegner des Byzantinischen Reichs. Okay. Alte Fähigkeiten. Sie ist schneller hintereinander bis zu 12 Falle ohne ersten Küchen. Yeah! Errungenschaft! Jeeha! Okay, sonst können wir da eh nichts mehr mitnehmen, oder? Da haben wir noch ein Gefäß. Ein Gesäß. Und was? War da was? Nein. Und wenn ich mich da jetzt abschwinge, komme ich wahrscheinlich wieder. Ja, das darf der gleiche Weg sein. Na, nicht schon wieder.
Okay. Wenn wir da weitergegangen waren, waren wir genau da hergekommen, wo wir jetzt sind. Was haben wir denn da schon? Also zum Finden gibt's da genug. Eine byzantinische Brosche mit einem geheimen Bild auf der Rückseite. Wunderschön verziert. Geheimes Bild. Das sieht aus wie von Gustav Klimt. Irgend so ein komisches Gemälde. Ah, ja. Na, da geht's überall so tief runter. Wir müssen aber sicher da wieder rauf, oder? Na, nicht? Okay, dann halt nicht. Ah! Ich sehe schon. Zack! Die Frage ist natürlich jetzt immer, was passiert, wenn ich mich da fallen lasse? Bin ich dann tot oder rutsche ich da irgendwo anders hin? Das sagt eigentlich die Karten. Okay, da waren wir überall, das haben wir auch gemacht. Was ist denn das? Haben wir da ein Relikt übersehen? Verdammt! Mal schauen, ob wir da nicht irgendwo wieder hinkommen. Hey, es gibt wieder was zum Klettern. Alter, was? Die findet die Frau so geil, ich tat da nicht einmal annähernd irgendwie Kohle um und an zu klettern. Gibt's eh nix. Der Brücken da drüben schaut auch sehr vertrauenserweckend, da muss ich jetzt einmal sagen. Aha. Okay, die Punkte gingen dann weiter. Na, nicht schon wieder schwimmen. Ach so, Schaß. Tauchen. Hallo. Ist nichts mit auftauchen? Alter Verwalter. Gibt's jetzt mehr? Nein, gibt es nicht in den Anblick. Huh. Was ist? Kann ich mich heilen? Ja, dann wir uns wieder mal heilen. Hüft's nicht, schaut's nicht. Auf gar keinen Fall. Hey! Er hat das Land der Russ durchquert. Ich habe das Gefühl, dass er mich verhöhnt, wartet, bis ich einen Tagesritt entfernt bin und dann weiterzieht. Ich werde nicht wie erhofft vor dem Winter heimkehren. Ich habe bei einem kleinen Dorf an einem See namens Svetlojar Halt gemacht. Der Prophet hat hier gesprochen. Und man will mir keine Unterkunft geben. Ich habe am Ufer übernachtet. Und ein junger Mann, der eine seltsame Version des Symbols des Propheten trug, versuchte mich zu töten. Ich habe an ihm ein Exempel statuiert. Und jetzt starren die Leute mich böse an und bespucken mich. Ich muss bald weiter. Sein Virus verbreitet sich. Okay. Svetlojar hört sich irgendwie sehr kroatisch, schon mal so mal sagen. Aber Hauptsache, Alter, da geht's überall so weit runter. Schauen wir mal weiter. Was haben wir denn da? Also, das Spiel macht mördermäßig Spaß. Die Grafik, habe ich eh schon ein paar Mal gesagt, finde ich genial. Das einzige, sie ist jetzt optisch, ich finde nicht mehr ganz die Ur-Lara. Das ist, vielleicht kommt sie noch auf, wieso wir so ausschauen, wie wir ausschauen, aber ich kann mir es fast nicht vorstellen. Vor allem, was ich so geil finde, oder was ich irgendwie feiert, ist, ich weiß nicht, ob schon wenn von euch aufgefallen ist, die Stimme von ihr ist auch die von der Katniss Everdeen, von die Tribute von Barnim. Und das finde ich halt, ich find's cool, alle anderen vielleicht nicht so. What? Ich bin nicht dein Feind. Das wird sich noch zeigen. Du hast die Männer da hinten getötet. Ja, um zu überleben. Und ich schätze, du hast das auch. Wie lange sind sie schon hier? Kurz. Nur Tage. Die Eindringlinge haben viele von uns gefangen. Du solltest hier besser verschwinden, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. So wie die. Beim nächsten Treffen jage ich dir einen Pfeil in den Hals. Du und ich stehen auf derselben Seite. Ich hoffe, ich kann dir das beweisen. Was passiert denn da unten? Tschüss!
Es leben okay. Leute hier draußen. Sie scheinen schon sehr lange hier zu sein. Sie sind seit Jahrzehnten völlig isoliert. Vielleicht sogar seit Jahrhunderten. An ihrer Kleidung habe ich kleine Verzierungen bemerkt, die zum Byzantinischen Reich passen. Könnten es vielleicht Nachfahren der Anhänger des Propheten sein? Was wissen sie über die verlorene Stadt und die göttliche Quelle? Trinity wird alles tun, um das herauszufinden. Wer immer sie sind, ich fürchte, sie sind in großer Gefahr. Hoffen wir, dass das alte Sprichwort vom Feind meines Feindes zutrifft. Was ich jetzt irgendwie nicht verstehe, ich hab das sicher beim Bären, ich hab die Giftpfeile nicht genommen, oder? Jetzt haben wir zwei Orte für... Ah ja, jetzt können wir da... Das heißt, ich brauch da... Was? Dokumente 3 von 4? Na. Überlegt, ach Gott. Wir sind vielleicht doch schnell. Inventar, da waren wir gerade. Wie schaut es mit der Rüstung aus? Wo haben wir denn? Ah, da oben. Na? Na? Vor allem, ich glaube, das zeigt jetzt nicht unbedingt vorteilhaft. Von der Temperatur her. Ah, der passt schon, der Mantel. Der ist schon in Ordnung. Okay. Ja, aber bevor wir uns jetzt... okay. Halten Sie eh, um was zu benutzen. Achso, ich bin... Natürlich das Menü. Ich hätte aber gesagt, da wir da gerade beim Camp sind und ich mir ziemlich sicher über Regionsübersicht. Ah, das ist geil. 26, okay, das darf ein wenig eine größere Region jetzt sein. Aber da wir gerade so schön da sind, hätte ich gesagt, wir machen da jetzt ein Päuschen. Spiel speichern natürlich. Schauen wir, vorher haben wir 9% abgeschlossen, jetzt haben wir 10% abgeschlossen. Okay, das war jetzt nicht unbedingt der Reißer. Ja, aber mir bleibt im Prinzip immer viel zu sagen, außer... es hat mich gefreut, dass ihr mich gesehen habt. Ich hoffe, ihr seht euch bald einmal wieder. Wenn es nächstes Mal passt, ein Däumchen wäre natürlich sehr genial. Und sonst, ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play The Rise of the Tomb Raider. Ich wünsche euch was. Tschüss mit euch und ciao mit euch. Tschüss.